Welt, ich grüße euch, ich bin der Held der Steine in Frankfurt-Sachsenhausen im Herzen von Europa. Willkommen hier in meinem Backofen, Dampfsauna eigentlich, es ist knackig warm wieder, dazu noch geschätzte 120% Luftfeuchtigkeit. Kommt mich einfach besuchen, genießt es mit mir zusammen. Ich habe hier heute ein sensationelles Produkt, ihr habt es vielleicht schon gesehen, auf meinen Flyern ist es drauf, auf meinen Gutschein natürlich auch. Hin und wieder poste ich es auch mal im Internet, das wunderbare Batmobil von 2006. Gut, 1000 Teile. 1000 sensationelle Teile eigentlich. Viele Extras dran, viele Spezialteile, die selten verbaut werden, immer wieder gefragt sind. Und vor allem, es sieht einfach unfassbar gut aus. Ich weiß nicht genau, wie das hier vom Kontrast gut funktioniert. Ich lunze mal gerade rein, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Es glänzt wunderbar. Es hat die wunderbaren Radkappen, die goldenen mit dem Bat-Logo drauf. Es ist einfach top. Es ist unfassbar flach. Sobald man das hinlegt, es liegt auf der Straße. Ich würde sagen, vielleicht ein Millimeter hat es Bodenfreiheit, wenn es gut läuft. Ihr seht schon hier hinten, wenn man es bewegt, dann züngeln Flammen aus dem Auspuff. Es ist wunderschön in beide Richtungen, läuft durch. Es macht diese schöne, wunderbare, rasselnde Technikgeräusch, was ich so liebe. Dazu, und das ist auch ganz wichtig, jetzt mal gucken, wie ich das hier am besten gehandelt kriege. Man kann das natürlich aufklappen. Hier ist der wunderbare Kommandostand, selbstverständlich ein in der Höhe verstellbares Lenkrad. Und wenn man an diesem Lenkrad dreht, das ist sensationell, klappt das hier vorne auf. Ist das großartig? Da sind wunderbare Turbinen. Selbstverständlich drehen diese sich auch, sobald man die Vorderachse bewegt. Ist ganz wunderbar. Und man kann es natürlich auch wieder zuklappen. Wunderbare Schutzschild. Super Modell. Natürlich schon im hellen Stein drauf von 2006, klare Sache. Hier seht ihr nochmal, wenn ich das mal gescheit so hinhalte, was sich dort alles Wunderbares dreht, sobald man die Vorderachse bewegt. Sehr schönes Modell. Es ist sehr massiv gebaut, schön stabil, wunderbar viele Slopes verbaut, Schrägsteine, noch gebogene dazu, große Teile, hier die wunderbaren vier schwarzen Felgen sind auch noch verbaut. Ist ein Traum. 2006 war es noch nicht so irrsinnig nachgefragt. Mittlerweile ist ja aber die Superhero-Serie fest verankert und das hier ist so der Sammlerstraum eigentlich. Also wenn das nicht gut aussieht, irgendwo schön hingestellt, Vitrinchen, Schreibtisch, was auch immer, Lego-Sammlung, es thront davor. Es ist einfach eine Pracht. So, aber das Tolle ist, ich habe den natürlich so, Bestzustand, natürlich komplett alles dabei. Sieht aus wie geleckt, eigentlich neu aus dem Laden. Habe ich, Robert, den ganzen Spaß nochmal original verpackt. Und zwar nicht nur original verpackt, sondern noch nie geöffnet, versiegelt. Misp, sozusagen. Es ist ein Traum. Vor allem diese Packung sieht man wahrscheinlich ganz schlecht über die Kamera, hat so einen wunderbaren 3D-Effekt drauf. Naja, 3D-Effekt. Es ist halt so ein bisschen erhaben alles. Sieht wunderschön aus, auch noch in einem sehr guten Zustand. Die einzige Sache, die ich sagen muss, es ist noch ein recht weicher Karton. Das heißt, über die Zeit sieht man hier, ist es hier so ein bisschen ausgebeult. Auf der anderen Seite auch. Und durch dieses Spiel haben zum Beispiel hier auch die Siegel so ein wenig sich hier in der Mitte gelöst, aber nicht hier und nicht hier. Definitiv noch nicht geöffnet worden. Es ist jetzt vielleicht für denjenigen, der seine Kartons in heilig beleuchteten Hallen aufbewahrt, nicht mehr top, aber ansonsten relativ wenig Kratzer für 8 Jahre. Natürlich nicht geöffnet und einfach nochmal ein richtiger Traum. Seltenes Ding, macht viel Freude, steht hier, kommt vorbei, wir können es zusammen tätscheln, es macht einen riesen Spaß. Gehabt euch wohl. Ciao.